Hallo und willkommen zur Fortsetzung zum Beispiel fundamentale Wechselwirkungen. Ermitteln Sie, um welchen Faktor die schwache Wechselwirkung stärker als die Gravitation ist. Die schwache Wechselwirkung haben wir im vorhergehenden Video mit 10 hoch minus 13 bereits ermittelt. Die Gravitation steht hier in der Tabelle als 10 hoch minus 39. Wir interessieren uns jetzt also um den Faktor, der zwischen dieser Gravitation, 10 hoch minus 39, und der schwachen Wechselwirkung mit 10 hoch minus 13 liegt. Ich setze für diesen Faktor ganz einfach den Buchstaben x an. Letztlich läuft es also auf die Lösung dieser Gleichung hinaus. Ich möchte das jetzt sogar händisch ausführen. 10 hoch minus 13 dividiert durch 10 hoch minus 39. Potenzen gleicher Basis werden dividiert, indem man die Hochzahlen subtrahiert. Vorsicht, beide Hochzahlen sind bereits mit einem negativen Vorzeichen behaftet. Das heißt, 10 hoch minus 13 minus minus 39, also 10 hoch minus 13 plus 39, und das ist nichts anderes als 10 hoch 26.